Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen Old is Life. Jawohl, das ist eine Arma 3 Mod, die super geil ist. Und es handelt sich dabei um ein RPG-Spiel, also ein Role-Playing-Game, also ein Spiel, in dem man eine Rolle einnimmt. Und das mache ich ab jetzt. Schönen guten Tag, Herr Fischkopf. Ah, guten Tag, Officer Dalukat. Ist Ihnen niemand gefolgt? Ich habe keinen gesehen. Sie haben auch nichts Verdächtiges gemacht, oder? Darf keiner mitbekommen, was wir hier vorhaben. Ich bin unschuldig wie ein kleines Lämmchen. Haben Sie es dabei? Ich habe Ihnen ein bisschen was zugesteckt, ein bisschen unauffällig. Ja, ja, ich habe es schon gegeben, ein bisschen unauffällig. Ja, gehen Sie einfach weiter. Wir sprechen uns noch. Alles klar. Guten Tag, der Fragger. Oha. Da kam ein Bulle! hat er was gesehen? Ist er nur hingekommen? Hat er was gesehen? Nee, ich kam mir da raus. Ich kam in den Kopf. Sag mal, wie laufe ich langsam? Das musst du erstmal W und S gleichzeitig drücken. Ja. W und S, ja. Okay. Also, da kommt gerade ein Polizist, der kam so angerannt. So. Alter. Okay, also, Officer Dalukat, so wie der Plan halt war, werde ich mir jetzt ein Auto kaufen und einen Führerschein und dann werde ich was ganz Abgefahrenes starten und Sie werden mir dabei helfen. Alles klar, also um nochmal unsere Regeln hier klarzustellen, während wir hier rumlaufen. Wenn es hart auf hart kommt, ja, dann sind wir keine Freunde mehr. Ich weiß, wovon Sie sprechen. Ich versuche Sie ein bisschen zu decken und Sie geben mir alles mit oder alle Infos mit, die Sie so hören. Ja. Die okay, Abmachung ist klar. Ich werde jetzt auch mal mein Fahrzeug holen. Können Sie mich verstehen? Und dann geht's los. Hey, oh, hier ist immer viel los. Ist das ein Rebellenfahrzeug? Nee, das ist kein. Aber da ist schon ein Officer dran. Ich bin so ein Gaffer, guck mal. Ja, ich weiß, ja, schon die werden immer weggeschickt. Darm, meistens. Aber das muss aufpassen. Noch ziemlich und mach, auf, lass deinen Namen nicht zu so oft sehen. Nicht, stimmt, die rausfinden, stimmt, zusammengehören. Okay, okay. Es ist der Masterplan. Es ist der kriminellen Ober-Extra-Königsplan des Todes. Ich hab einen im System. Also um aber mal kurz offiziell zu quatschen. Ja. Ich habe sozusagen ein einziges Leben. Ich darf so lange den korrupten Bullen in den Aufnahmen spielen, bis ich erwischt werde. Also wenn andere Polizisten das rausfinden oder uns überführen können und wir uns nicht rauswinden können, dann ist diese kriminelle Cop-Geschichte zu Ende. Das ist wirklich ein einziges Leben, was ich hier habe. Das ist eine coole Sache. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich bin auch ein bisschen neu, das kann man ja auch nochmal dazu sagen. Ich habe gerade mal ein paar Tutorials gesehen und weiß so ungefähr, was hier abgeht. Ich habe mir jetzt einen Führerschein gekauft und würde mir jetzt... Oh, hallo Maru. Ein Pickup holen. Wichtig ist, am Anfang kann man natürlich mit Pfirsichen und Äpfeln Geld machen, aber der große Clou ist momentan Salz. Und natürlich das Ziel ist Heroin oder sonstiges, also die ganz harten Sachen. Oh ja, das ist unser Oberziel. Aber dafür brauchst du halt auch Lizenzen. Du musst halt auch Lizenzen für haben, Heroin? Kokain, genau, verarbeiten und so weiter. Entschuldigung, Herr Polizist, ich hätte gerne eine Lizenz zum Kokainverkauf. Ja, nein, die kriegst du ja auch nur illegal. Aber wer prüft denn die Lizenzen für Kokain? Die Regeln. Das sind die Regeln. Mir ist auch aufgefallen, die Bullen hier sind wie im wahren Leben. Das ist unglaublich. Herr Polizist, Entschuldigung, meine Frau wurde umgebracht. Gerade eben, ich stand daneben, der Typ heißt Peter. Ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Nee, hier ist schon sehr gut. Aber wir hatten schon Spaß, das war schon ein bisschen was los. Ich kaufe mir jetzt gerade meinen ersten Offroader und ich kann mir eine Farbe aussuchen. Ja, nimm Gang Pink. Gang Pink? Nee, das fällt zu sehr auf. Nee. Blue White. Nee, auch nicht gut. Oder? Also dieses Pink fällt aus. Taxi auch. Fällt auch aus. Taxi ist mega gelb. Das ist knallgelb. Da geht der Funk okay, schnell ich glaube, das unauffälligste ist doch Dark Red, oder nicht? Ja, sowas in der Art. Es gibt, ich glaube, das ist weiß. Ist da auch schwarz bei? Nee. Ja, aber ich glaube, der weiße Truck ist schwarz. Also da ist irgendeiner ganz viel schwarz drauf. Das okay. Ist ein bisschen,
Aber ich finde, der Dark Red, auch wenn ich ihn am unschönsten finde, ist der unauffälligste. Deswegen kaufe ich den jetzt. So, ich bin jetzt auch unterwegs. Permanent. Ich werde auch bestimmt ab und zu mal Leute anhalten müssen oder sonstiges. Das wird leider vorkommen müssen. Ich muss auch meinen Job noch irgendwo machen. Das musst du machen. Sonst fällst du auf. Eben, das muss ja so lang wie möglich halten, diese Serie. Und es darf halt nicht rausfliegen. Ich bin schon mit mehreren Kriminellen hier in Kontakt. Ich sehe es jetzt mal an der Karre. Auf dem Parkplatz dann? Ja. Den Parkplatz, da wo du gerade stehst, den müsstest du direkt verlassen. Weil, wenn ein Auto spawnt, ist halt da. Und es geht nicht, solange deins da steht. Ich verstehe. Doppelalt ist umgucken, ne? Genau, du musst aber das Auto, glaube ich, auch erstmal aufschließen. Hab ich schon, bin schon drin. Du könntest mir auch einen Schlüssel geben für das Auto, aber das bräuchtest du sowieso nicht. Moment mal. Wo kriege ich denn jetzt, wo ist denn der Kleidungshändler da hinten immer noch am Markt, ne? Ich hole mir noch schnell einen Rucksack. Ja, warte, wir schauen mal eben. Oh, ist laut. Ja, Effekte für Auto aus. Ja, leider. Warte, ist der Kleidungshändler auch hier? Ich glaube nämlich, der ist woanders. Doch, der ist am Markt. So, wenn ich die Effekte hier runterstelle, dann ist allerdings auch die Ingame-Voice der anderen Spiele leiser. Mal gucken, ob das dann noch gut ist. Ja, und bitte an die Seite stellen, wenn du schon parken musst, weil hier sind viele Leute. Ja. Hier so, ne? Ja, ich bleib da stehen, dahinter, dann ist alles gecheckt. Okay, aussteigen. Ups, zack. Abschließen. Du bist das. Okay. Cool. Okay, guten Tag. Ich habe so geile Klamotten. Normalerweise starte ich immer mit so blöden, kurzen Hosen. Jetzt sehe ich schon richtig geil aus. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja, stimmt. Du hast schon irgendwie Klamotten, die sind gekauft. Also das ist ein Set, was du da kaufen kannst. Das ist voll hübsch. So bin ich gespawnt hier. So, warte mal. Rucksack. Backpacks. Und ich kann mir direkt den größten kaufen. Ah, ich muss noch Geld von der Bank abholen, glaube ich. Ja, weißt du das? Nee, muss ich nicht. Cool. Da geradeaus rechts. Okay. Na hier, gegenüber. Stimmt das, dass man automatisch auftankt, wenn man an der Tankstelle fährt? Richtig. Das ist cool. Ja, ich würde jetzt aber erstmal, ich meine, du hast was vom Salz erzählt, ne? Ja, wir brauchen aber Lizenzen. Ich meine, wie viel Geld hast du noch? Ja, ich weiß nicht, ob ich nicht einfach erstmal nur Pfirsiche hole und mir dann schon mal so 5.000, 6.000 ran schaffe. Na gut, dann machen wir mal kurz eine Pfirsich-Tour. Du weißt, was Pfirsichfeld ist hier raus? Ja. Oben aus dem Norden. Ich hab's auch mal markiert. Mal Apfel. Ach nee, ist es woanders? Nee, da ist es doch. Pfirsichfeld. Ja, ist ein bisschen weiter weg, gibt aber auch mehr Geld. Aber man kann hier direkt auf der Hauptstraße langfahren, ne? Richtig, ganz genau. Du kommst auch direkt da an. Sehr gut. Und wir stehen gerade hier. Da können wir hier. Ah, geil. Okay. Mir gefällt dieses Spiel sehr gut bis jetzt. Obwohl es ist ein Heidenspaß, wenn die Leute mitmachen. Ja. Und es wird noch besser, wenn du hinterher alles hast. Aber das gehört halt mit zum Spiel. Nur Endgame ist halt blöd. Der Trick ist halt wirklich, sich auch erstmal das zu erfahren. Ja. Hinterher hast du viel Action. Denk an rechts von links, sind viele. Das Schlimme ist, dieses Doppelaltdrücken jedes Mal, wenn man einsteigt. Und hier darf man nur 30 fahren, ne? Ganz kurz noch am Markt, ja, aber danach darfst du 50 fahren. Ich fahr mal kurz woanders her, weil der Bulle uns beide der Gute. Ja, fahr mal woanders lang. Ja, ich fahr einen anderen Weg, damit der nicht sieht, dass wir hier zusammen rumfahren. Ich stoß auch gleich wieder dazu. Ich find das so geil. Ja, sag mal, am Markt darf man ja nur 30 fahren, ne? Ja, nur am Markt solltest und, du. Du darfst sonst 50 fahren, sonst innerorts 50, außerorts 110. Okay, und 50 heißt hier wie im hier nur 50 oder im echten Leben 60? 60 wird sich schon. Oh, da kommt's auf den Bullen drauf okay, an. Okay, okay. Da kommt's ganz auf den Polizisten drauf an, ob er ein bisschen Geld machen will. Oder ob er mal ein Auge zudrückt, weil er gerade einen Donut in der Hand hat. Kann gerade nicht. Ja, Polizisten haben ja Donut und Kaffee zum Essen. Nein. Ja, doch. Oh, da fällt mir gerade auf, dass ich noch kein Trinken und Essen gekauft habe. Das macht jetzt aber erstmal nichts. Oh, ich schleiche durch die Stadt, ey. Lass mich schneller fahren. Mal kurz die Sirene anmachen, damit ich auch die Erlaubnis habe, schneller zu fahren. Du bist das da vor mir, glaube ich. Das kann gut sein. Bisschen leckt's ja schon bei der Aufnahme, aber ich finde, das ist alles noch spielbar. Oh, jetzt bin ich aber sehr langsam. So, jetzt bist du auch außerorts. Du darfst jetzt auch echt, bin ich? Okay. Mhm. Wir sind halt echt schon da. 200 Meter. Auch selbst sehr. Ja, altes Life. Ich bin sehr gespannt auf die hintere Action. Also, wie gesagt, ich habe ein Leben. Ich dürfte sogar, laut Messiro, ich dachte, das nur, falls das noch jemand, du bist schon vorbei hier. Ja. Wenn es hart auf hart kommt, auf die Bullen schießen. Aber wenn ich halt draufgehe oder so, ist das vorbei. So, dann, wenn die Bullen mich erwischen, ist der Spaß zu Ende.
Ah, dieser Passi da, der ist ein aufmerksamer Bulle. Der ist jetzt schon wieder hergefahren. Ja, ne? Guck mal hier eben, ich mach mal hier so meinen Job am Feld, ob das Auto auch den Leuten hier gehört. Schönen guten Tag, die Herren. Hallo. Wem gehört das Fahrzeug? Mir, der Nico. Okay, ich gehe auch davon aus, dass sie den Führerschein und alles Mögliche dabei haben. Ist so eine kleine Straßenkontrolle hier. Da können Sie gerne nachgucken, habe alles gekauft früher. Alles klar, dann lege ich Ihnen nur einmal ganz schnell die Handschellen, das dauert keine paar Sekunden. Herr Hallam, Sie könnten schon anfangen, die Pfirsiche zu pflücken. Ich gehe davon aus, dass Sie hier deswegen sind. Genau, danke sehr. Kein Problem. Ja, Sie haben eine Fahrzeuglizenz, haben nichts Illegales dabei, davon bin ich ausgegangen, kein Problem. Auch Sie können einmal V drücken und sich wieder bewegen und dann können Sie einfach weitermachen wie bisher. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Und schönen Tag noch. Danke, wiedersehen. Eigentlich müsstest du mich jetzt anschnacken. Sie unter dem Pfirsichbaum. Sie sehen sehr verdächtig aus. Bitte? Ich? Ich? Ja, ich glaube, Sie pflücken hier schon Pfirsiche. Sie haben gar keinen Platz für Kokain oder sonstiges. Richtig. Ich bin clean. Danke. Ja, bitte auch so lassen. Bitte, ne? Bitte auch so bleiben. Keine Drogen. Pfirsiche bringen auch Geld. So, warte mal. Ich muss jetzt meine Pfirsiche aus meinem Inventar in meinen Rucksack tun, ne? Nee. Aus deinem Inventar? Nee, ins Auto. Es ist schon ins Auto, genau. Du kannst es ins Auto tun. Mit Tee öffnen den Kofferraum. Ja. Zack. Das ist immer ein Spaß. So eine Verkehrskontrolle. Das ist geil. Ich will auch, wenn ich groß bin, will ich mal Bulle sein. Ich versuche jetzt hier noch ein paar Leute zu blitzen in der Zeit, weil die Leute, die aus der Stadt rausheizen, die kommen ja vielleicht auch manchmal schnell vorbei. Stich hier so ein bisschen als Blitzer in geil. Der Zeit, in der du da dein Geld machst. Geil. Ich guck, ich hab dich dann immer im Blick, falls irgendwas ist. So. Pfirsich pflücken. Gestern Nacht habe ich dieses Spiel mal angezockt, um so ein bisschen zu gucken, wie es so funktioniert. Und war aber relativ spät erst zu Hause und war sehr müde. Und dann bin ich Pfirsiche pflücken gefahren. Und ich bin beim Pfirsiche pflücken, bin ich weggenickt. Der Kopf ist nach vorne und du bist runter. Weil ich habe immer nur mit Space gedrückt. Ich bin echt eingeschlafen beim Pfirsiche pflücken, weil es so lange dauert. Na komm, oh. Stehen bleiben. Sie mit dem Truck, bitte einmal rechts ranfahren. Fahrzeugkontrolle. Krasser Truck. Ja, das ist so, die man meistens was Illegales vor. Aber er hält an. Sehr schön, jawoll. Vielleicht haben wir hier einen schönen Truck. Ohne Lizenz vielleicht. Schönen guten Tag, Herr Escobar. Escobar auch noch. So, danke, dass Sie angehalten haben. Das ist schon mal sehr nett. Ja, kleinen Moment mit Herr Escobar. Ja, was gibt's? Wie kann ich meine Sachen ins Quad legen? Also so muss ich irgendwie... Tee. Sie müssen einfach nur den Kofferraum öffnen mit Tee und dann können Sie Ihre Sachen da reintun. Das öffnet sich dann schon das Inventar. Das kriegen Sie schon hin. Ansonsten fragen Sie den Herrn Fischkopf, der hilft Ihnen bestimmt. So, Herr Escobar. Vielen Dank, dass Sie angehalten haben. Was haben Sie denn vor mit dem Truck? Da passen ja schon mehr Sachen als Pfirsiche rein. Oh. Ja. Was wollen Sie denn holen? Kupfer wollen Sie fahren gehen. Okay, das könnte ich Ihnen glauben, das ist auch schön. Dürfte ich Sie einmal durchsuchen? Ja. Mute dich mal bei TS. Okay, Leute, das gucken wir uns jetzt mal an hier. So, vielen Dank für Ihre Kooperation, Herr Escobar. Ich gucke einmal nur, ob Sie alles dabei haben. Aber ich gehe davon aus, dass Sie hier einen Truck, LKW-Lizenz, sehe ich, fahre alles wunderbar. Und Sie haben auch eine Schusswaffenlizenz für die Selbstverteidigung, nehme ich an. Ja, genau. Ja, der Klassiker. Ich habe ihn schon abgenommen. Mit Spitzhacke, ne, brauche ich für Kupfer, ist richtig, ne? Das ist oder was richtig, anderes. Das korrekt, ja. Ich muss ihn ja auch nicht sehr viel Lizenz holen. Können übrigens einmal V drücken, dann sind die Handschellen auch ab, dann können wir hier wieder ganz normal weiterquatschen. Ja. Wie ich gaffel. Ich glaube, die gehen jetzt hier im Moment ab. Ich hoffe auch. Ich habe den Schlüssel nicht mehr. Nein, Spaß, der Escobar. Die Handschellen müssten schon offen sein. Entschuldigung, Officer. Entschuldigung, ich will nicht stören, aber sagen Sie mal, geht's nach da, nach Kavala oder da lang? Die Straße runter, Herr Fischkorb. Da geht's nach Kavala. Diese Richtung, also die ja? Die Richtung, in die Ihr Auto schon guckt, bitte einfach. Ja, ganz genau. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. So, Herr Escobar, haben Sie immer noch Probleme mit den Handschellen? Fischkorb. Fischkorb. Ja, Herr Nico? Keine Ahnung. Ich versuche mal meine Sachen einfach neu an beziehungsweise jetzt den Kofferraum reinmachen. Kommen Sie mal mit.
Also ist das eigentlich ganz einfach. Ja. Einfach hier ans Quad ranstellen, darauf gucken, sodass ein Symbol erscheint. Dann müssen Sie T drücken. Ah, Entschuldigung. Wissen Sie denn die Taste, wie Sie da vorne stehen? Ah, T, danke. Der Herr Officer hat uns C gesagt. Nee, da haben Sie sich wahrscheinlich verhört, weil T und C hören sich sehr, sehr ähnlich an. Jetzt aber leid, dass wir hier solche Probleme haben. Viel Spaß und Erfolg noch. Und so. Ah, ich glaube, die haben es, oder? Ja, danke. Ach, wunderbar, Herr Eschmann. Sie haben mir schon Angst gemacht. Die Kugeln sind immer noch verwendbar. Und das wäre jetzt natürlich ein Riesendrama gewesen. Ja, das fände ich so gut. Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Kupferabbauen. Bleiben Sie bitte immer schön legal. Ich möchte Sie hier nicht nochmal anhalten. Aber das schaffen wir schon. Sie verdienen hier ehrlich Ihr Geld. Guten Tag. Entschuldigung, ich will ja gar nicht stören, aber wo lang ging es nochmal nach Kavala? Herr Fischkopf, die Straße runter, jetzt nach Kavala. Danke sehr. Ich werde Ihnen mal folgen. Ja. So, da bin ich wieder. Okay. Ja, die Jungs übrigens, die wollten dann in den Kofferraum, oder habe ich ihnen das erklärt und meinten sie, ah ja, danke, T ist die Taste. Der Officer Daluk hat das nämlich gesagt, das ist C. Nee, ich habe T gesagt, ja, das ist natürlich blöd. Liegt ja auch total nahe, C und T. Ja. Ich meine, der klar hört sich das ähnlich an, naja. Aber super, der Escobar mit seinem Truck, auch das ist stehen bleiben in dem Truck. Das ist geil. Ich muss mir das nochmal angucken bei dir, weil ich weiß halt nur die halbe Miete und was da noch alles ist. Ja, ja, Herr Escobar hatte die Schusswaffenlizenz zur Selbstverteidigung. Ja, natürlich. Zur Selbstverteidigung. Ja, ja. Darum gehe ich aus. Klar. Das ist hier sehr gefährlich. So, hier ist außerorts, oder was? Ja, aber du wirst gerade verfolgt, nicht, dass du hier einen Auffahrunfall hast, sonst. Verfolgt von einem Bullen? Nee, in okay. Aber. Ich höre einen Heli. Das gefällt mir gerade nicht. Fischkorb, fährst du gerade zurück, das Geld wegbringen? Ansonsten würde ich nämlich mal kurz einen Halt beim Drogendealer machen. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass der Helikopter, wenn er nicht zu uns gehört, da landen könnte, um ein bisschen Geld zu machen. Ja, und sag mir nur mal ganz kurz, ich fahre doch einfach nur zum Markt. Oder zum was? Markt, genau, zum Markt. Okay. Und da kannst du die verkaufen. Du wurdest gerade, glaube ich, angehupt, weil du kurz gebremst hattest. Ja, ich musste mich kurz an die Seite stellen, um auf die Karte zu gucken. Ja, das ist wichtig, nicht beim Fahren die Karte öffnen. Das ist schlimm. Kann böse enden. So, jetzt bin ich aber wieder in der Ortschaft oder nicht? Ich verstehe das nicht. Und du bist jetzt auf dem Weg zum Heli? Zum Drogendealer, den siehst du ja auch auf der Karte. Ein bisschen überhalb der Stadt, also links vom Pfirsichfeld auf der Map. Und ich habe hier halt einen Helikopter gehört und ja, überprüf das mal. Das ist ganz wichtig, sowas. Überprüf das mal lieber. Ich fahre jetzt hier gerade am Markt, dann muss ich 30 fahren. Musst du nicht, dient nur der eigenen Sicherheit. Du darfst auch 50 am Markt fahren, wirst dafür nicht geblitzt, aber... Okay, nee, aber dann war das auf einem anderen da Server passiert, so. Da passiert sehr, sehr viel. Auf einem anderen Server musste man 30 fahren, sonst... Moment. Okay, hier ist ein Truck. Ich glaube, ich habe einen Truck gehört. Oh, ich hoffe, der war noch nicht da. Ich muss mein Auto kurz da verstecken. So, wo muss ich jetzt hier hin? Sag Bescheid, wenn du ja, du musst ja wenn ich mich muten soll. Achso, nee, Quatsch. Zieh nur weiter. Nee, ich habe ja nichts zu erzählen. Ich fahre jetzt gerade zum Markt, bin gleich da. Und werde hier meine erste eigenverdiente Kohle machen. Wo ist er denn? Genau, also der Markt ist hier auf diesem Server auch woanders, als er sonst normalerweise ist. Es wird immer ein bisschen angepasst, um halt auch so diese Desync-Sachen. Der Markt war sehr überfüllt, weil alles am Markt war, also an das Marktplatz. Und deswegen wurde das einfach ein bisschen aufgeteilt, dass da nicht mehr so viel los ist. Der Drogendealer ist auch gerade noch alleine hier. Heli ist auch nicht hergekommen. Aber man muss ja hier diesen Verdacht irgendwie auch Folge leisten. Das könnte ja die dicke Kohle bringen. Piep, piep! Okay, ja, da sind die beiden Jungs, die... Die Pfirsichpflücker. Ja, Tag! Genau die. So, jetzt nimm die mir hier den... Wohl in die richtige Richtung gefahren. Verkaufen. 3700. So, jetzt muss ich die noch aus meinem Rucksack holen. Nee, aus dem Trunk, genau. Ja, wir könnten auch für jetzt dich eine Spitzhacke kaufen dann. Und aber da brauche ich noch eine Lizenz. Ja, Kupfer ist aber, glaube ich, noch die billigste Lizenz. Wie viel Geld hast du momentan? Warte, ich verkaufe hier die letzten Pfirsiche. Weil der gute Escobar
Der Escobar, ich kenne den, der ist ein bekannter Hund bei uns, also ist ein beschriebenes Blatt. Und ich glaube ihm nicht, dass er Kupfer holen geht. Das kaufe ich dem Escobar nicht ab. Das war auch so ein Truck, wo mehr reinpasst. Deswegen hatte er auch eine Spitzhacke dabei und meinte, ach ja, und übrigens, hier sehen Sie ja, ne, ich habe noch eine Spitzhacke, dafür ist sie da. Ich habe jetzt, warte mal, ich habe jetzt 6.300 auf dem Konto und 11.000 so. Auch nicht zu viel Bargeld immer dabei haben. Wirklich nur, wenn du kaufst. Aber wenn du überfahren wirst oder erschossen wirst, dann nehmen die das Bargeld ganz schnell ab. Ja, ich habe hier einen Automaten. Ich fahr da mal zu hin. Also die Spitzhacke kostet 1.200 und die Lizenz, glaube ich, 7.500. Theoretisch könnte man das halt so schon machen, dieses Kupferabbauen. Ich glaube, die kostet 10.000, aber das ist ja auch wiederum immer anders. Das ist Server zu Server. Ich meine, ich bin mir nicht sicher. Entweder ist es 7.000 und Eisen 9.500 oder 17.000 Eisen 19.500. Ja. Da bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher. Ich stehe so ein klein bisschen außerorts, um wieder ein paar Blitzer, also ein paar schnell Raser aufzuhalten. Wo wollte ich hin? Ach, zum Geldautomaten, der ist da, okay. Wo kaufe ich denn die Lizenzen für Spitzhackenquatsch? Wenn du die Karte aufmachst, siehst du ja Eisen und Kupfer auf der Karte weiter oben nördlich. Wenn du die Karte aufmachst, Eisen und Kupfer. Die Straße folgen einfach, diese orangene. Warte, ich werd angehupt. Doch nicht. Okay, also orange. Drogendealer für sich fällt, Glashändler. Straße folgen. Eisen und Kupfer. Da gibst du es später ab, aber die Lizenz musst du weiter östlich holen. Noch weiter? Ja, einmal musst du da hinfahren. Bei der Kupferverarbeitung und Eisenverarbeitung, da holt man die Lizenz. Ach du Scheiße. Aber ich kann sie ja auch erst holen, wenn ich dann da bin, um das zu verarbeiten. Ich glaube, die musst du holen, bevor du es abbaust. Echt? Ich dachte, die wäre nur dafür da, damit man nicht bei der Verarbeitung dafür zahlen muss, dass man verarbeitet. Wir können es ja versuchen, wir kommen eh vorbei. Das Ding ist nur, was ist los? Ach, die Jungs. Was ist los? Das sind die komischen Pfirsich-Boys. Wie lange geht unsere Folge eigentlich noch? Die Folge ist eigentlich vorbei. Crime-Cop. Die ist eigentlich schon vorbei. Warte mal, dann hole ich mir jetzt Geld und wir gucken mal, ob wir nächste Folge hier irgendwie weiterkommen. Wir werden weiterkommen. In unserer kleinen Drogengeschichte, wo die eine Hand die andere wäscht. Oh mein Gott, das ist unglaublich aufregend. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.